Wir sind zurück in der Hall of Heroes, spielen eine neue Session und gucken uns mal an, was der Boxeraufstand genau war. Mal sehen, wie detailliert uns dieses Diorama informieren wird. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Wow. Nicht so schreckhaft, junge Dame. Ganz schön rabiat. Ja. Da hinten war noch eine Tür hinter dir. Hier ist noch eine Tür, ja. Employees only. Da gucken wir nachher rein, jetzt schauen wir uns erst an. Da ist aber schon, da ist ein Audiotape, ne? Also, das ist, glaube ich, nur so eine kleine Elisabeth da mit, ja. Ja, ja. Gut. Kiste durchsuchen. Ach, das ist ein Ausrüstungsgegenstand, genau, den wir da finden. Klamotten und der Karabiner, da wo uns unsere Zuschauer empfehlen, den auch mal zu nehmen. Aber ich weiß nicht, soll ich mal? Nee, oder? Schrotflinte und MG. So viel ist ja momentan nicht mit Kämpfen. Ja, den lass ich jetzt mal stehen. Was gibt's hier? Spezialkleidung, hä? Stiefel. Beim Wiederbeleben wird die komplette Gesundheit wiederhergestellt. Was haben wir noch? Erhöht an Skylines den Schaden von Waffen. Naja, so oft haben wir an Skylines auch noch nicht gekämpft. Nee. Ist jetzt beides aber nicht so oft gestorben. Nee. Ja, ich nehme es jetzt mal mit. Nimm die Stiefel. Und dann sehen wir, was wir als nächstes brauchen. Ich kann es ja jederzeit ändern. Zieh sie dir an, die Stiefel. Machen wir kurz nochmal das Radio an. Warte mal. Oh, da kommt schon. Oh, oh, oh. Kommt der denn her? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir kein Eintrittsticket bezahlt haben. Ja, verständlich. Gelöst. Was soll ich machen, Radio? Radio, nochmal kurz schauen. Hm. Hm. Jetzt habe ich es ausgemacht. Ach, das war schon an? Ja. Ach so, falscher Sender, da kommt nichts. Manchmal auch nicht schlecht, wenn gar nichts kommt im Radio. Das ist das, was oft kommt. So, was ist mit Boxeraufstand? Oh, hier laufen die Armeen. Chinesische Armeen. Und hier ist ein brutaler Chinese, der hier Leute enthauptet. Wer soll denn das sein? Das ist auf jeden Fall eine. Ich glaube, das sehen aus wie Bauern vielleicht. Ja, aber ist das auch ein Chinese? Ich weiß nicht, haben die auch das eigene Volk bekämpft? Es ging doch hauptsächlich gegen die Imperialisten und die Christen. Naja, vielleicht erfahren wir es ja hier hinten irgendwo. Darbietung aktivieren. Na dann. Mit Waffen und mit Lügen hat der gelbe Mann geübt Verrat. Doch büßte er's und es musste der Osten den Zorn unseres Propheten kosten. Ah ja. Ein Reimekönig. Der George. Verkappter Rapper. Gottes Willen, was für ein Aufwand die hier total überall eingebaut haben. Das ist ja irre. Meinst du jetzt die Spielmacher oder die Leute, die das Museum gebaut haben? Nein, also, ja. Oh, das kenne ich aus Büchern. Witzigerweise waren das in dem Fall dieselben. Comstock führte die Truppen Kolumbias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mir mein Auge und 30 Freunde geraubt! Gibt es dafür einen Gedenkstein? Gebt euer Bestes! Oh, guck mal, sie hat mit der Lampe sogar fallen gelassen. Versteckt. Oh. Er schießt. Oh, da hinten. Wo? Genau, hier hoch und dann nach rechts. Ich nehme jetzt mal die Raben, weil die sind total praktisch. Wow. Wo? Hinter dir. Hinter rechts. Mir. Wo? Hier? Nee. Da ist Fischgras. Oh. Ah. Wo ist das für einer? Ach, das ist so ein Feuer, Heini. Da steckt aber schon immer noch ein Mensch drin, oder? Glaube schon. Ja.
Hui. Sehen Sie, Miss! Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre! Ein echter Soldat! Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Ghost Dancers. Wer sind die Ghost Dancers? Wounded Knee. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten! Sie wollen uns zum Schweigen bringen! Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Geh mal einen Schritt ein bisschen geradeaus. Also jetzt da, ja. da geradeaus. Hier ist noch eine Kiste von dem Gegner. Und jetzt rede ich mal nochmal zu dem Bild im Hintergrund. Der hier? Schauen wir nochmal, was hier ist. Das ist Comstock, der sich da als Chefniederschlager des Boxeraufstands feiert anscheinend. Und Slade, glaube ich, sagt, das war gar nicht so. Es war aber gar nicht so schlecht mit den Schilden, dass wir die ein bisschen hochgepusht haben, eben im Kampf fast gemerkt, wie schnell die dann immer wieder kamen. Vor allem unsere fleißigen Zuschauer, die empfehlen uns, pusht die Schilde und pusht die Salze. Okay. Das hinter Comstock, das Bild. Achso, das ist die Columbia und die über ihm wacht. Genau. Ich weiß nicht, habe ich in einer der vorigen Folgen schon was zum Boxeraufstand gesagt, was das war oder was da los war? Nee, wir sind ja hier erst rein. In der letzten Folge haben wir genau am Eingang aufgehört. Okay, ganz kurz, es war zwischen 1899 und 1901 hat eine chinesische Kampfsportvereinigung, Geheimbund, was auch immer, dachten, es wäre eine gute Idee, alle nicht-chinesischen Besatzer, sagen wir es mal, oder halt Diplomaten und vor allem Christen aus China rauszuschmeißen. Da waren wir schon. Das fanden die Amerikaner bzw. die Westmächte, die da eben waren in China, aber nicht so gut und haben den Aufstand dann relativ drastisch niedergeschlagen. Die Führung von China unter dieser Herrscherin, die eigentlich gar nicht die richtige Herrscherin war, aber sich dann irgendwann dazu gemacht hat, die war irgendwie so auf beiden Seiten. Bisschen kompliziert und da kam es auch in dem Zusammenhang zu der berühmten Hunnenrede von Kaiser Wilhelm II., aber dazu gleich mehr. Jetzt machen wir erstmal die Geschichte platt. Das erwischt immer gleich mehrere. Ja, da gibt es sogar ein Upgrade. Wow. Oh. Es gibt für die Rabenfähigkeit nachher ein Upgrade, wie wenn du die einsetzt, wird jede Leiche zu einer Rabenfalle. Also mit jedem, den du tötest, entsteht quasi eine neue Falle, wo dann Leute, die in die Nähe von der Leiche kommen, auch von den Raben attackiert werden. Oh, okay. Sehr praktisch. Gefährlich. Vermiente Leichen, das sehen die Genfer Konvention auch nicht gerne. So. Genau, Kaiser Wilhelm, Hunnenrede. Als Kaiser Wilhelm dann die deutschen Truppen nach China schickte, damit die da auch ein bisschen mitmischen, hat er die sehr unsubtil angestachelt damit, sie sollten sich da unten doch bitte ähnlich effektiv aufführen wie die Hunnen, dass auch nie mehr irgendeiner einen deutschen Soldaten in Anführungszeichen scheel anschaue, sprich schief angucke. Das führte dann dazu, dass die Deutschen auch einen recht schlechten Ruf hatten als Besatzer bzw. als Armee. Hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr Gefährte, Miss, er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Das willst du nicht wissen. Jetzt erfahren wir was über unseren Protagonisten vielleicht. Ja, der war ja wohl bei der Schlacht am Wounded Knee oder Massaker. Da wären auch die amerikanischen Ureinwohner recht, nicht unbedingt sympathisch dargestellt. Nämlich als Mörder, dabei war es eigentlich umgekehrt. So, hier ist wieder Employees Only. Ja, kommt gleich einer. Father Comstock, Kommandant der 7. Kavallerie. Also müsste dann der Anführer von DeWitt gewesen sein. Eigentlich schon. Plündererweste. 40% lassen Gegner Munition fallen, wenn sie sterben. Was haben wir noch? Springen an der Skyline gewährt Unverwundbarkeit. Dann nehmen wir jetzt erstmal die mit, oder? Ja, würde ich auch. Panzerfaust.
Und DeWitt sagt ja, dass er den eigentlich nicht kennt, den Comstock. Aber wir sind uns ja nicht sicher, ob das hier vielleicht irgendwie auf mehreren Welten basiert und er in dieser Variante drin ist, oder? Das kann sein, ja, aber den Slade kennt er ja, der war doch auch dabei. Ja, den kennt er. Und Slade wiederum behauptet ja nur, dass Comstock zumindest nicht beim Boxeraufstand dabei gewesen war. Vielleicht hat sich der Comstock auch hierfür den, naja. Ach, behauptet, er wäre dabei mal, gewesen. Ich will es mal Ruhm nicht nennen. Ja. Die Lorbeeren anderer Leute aufgesetzt. Ja, dann ist das. Oder lag noch Salz? Bitte? Hinter dir? Ja. DeWitt war aber beim Boxeraufstand nicht dabei, oder? Nee, er hat da nichts zu gesagt. Okay. Aber bei Wounded Knee. Hier. Mit Heulen und Schreien, das Kriegsball blutrot, so brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die unseren hatten den Willen zu siegen, da konnten die Wilden nur unterliegen. Die Wilden. Ach, schön gemacht ist das schon. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Booker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Sparta übers Schlachtfeld schritten. Ich höre noch die Schreie. Hört Comstock sie auch? Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Okay, aber da war er auf jeden Fall wohl dabei. Das sagt jetzt auch der Slade nichts dagegen. Also Comstock. Achso, der gehört ja zu mir jetzt, gell? Ja. Er wird am Ende versuchen, sich, glaube ich, umzubringen. Ja. Da gibt's aber auch, haben wir dieses Bonus-Ding nicht schon? Eieiei. Dass man, wenn man, ach, jetzt kommen noch mal welche, wenn man die Besessenen tötet, dass die explodieren oder so? Weil irgendwas war damit, dass es da irgendeinen Bonus gab. Ich weiß ja nicht mehr genau, was es war. Wir haben jetzt schon eine Woche oder ein bisschen länger nicht gespielt. Und ich habe nicht ganz bis zu dem Punkt nochmal gespielt, auf der Xbox allerdings, zu Hause. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, bei welcher Version wir welche Boni haben. Uah. Ich habe es erfolgreich geschafft, mich komplett in den letzten anderthalb Wochen dem Thema Videospiele Informationen zumindest fernzuhalten. Keine, und ich weiß, Videos gelesen, bisschen. Kein Nix, keine Videos geguckt oder fast nicht. Hast du nichts verpasst? Keine. Auch Spiele habe ich gespielt ein bisschen. Wow. Boah, wie viele kommen denn da jetzt? Einer ist da noch irgendwo, oder? Ja. Hier muss der sein. Also, da. Volltreffer. Da ist noch einer. Ach, ah, so einer. Ist so einer. Du Penner. Wow. Moment, dann probieren wir mal hier die Feuernummer. Bauen uns hier eine Falle. Mit Erfolg. Oh. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht drum gebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker DeWitt fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Er wollte also was auslöschen? Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Aha. Wie hieß die Frau nochmal? Anna, oder? Anna, ja. Anna. Also Booker hat wohl Sachen getan, auf die er nicht gerade stolz ist und die würde er gerne von sich trennen oder die Erinnerungen dran auslöschen, beziehungsweise hätte er lieber nicht getan. Er hat es ja scheinbar schon versucht. Sich davon zu trennen. Ja, oder? Das klang jetzt so, als hätte er diesen Schritt schon getan. Ja. Vielleicht hat er deshalb so Probleme, Teile dieser Welt zu verstehen. Oder vielleicht gehört das dazu. Genau. Wo ist das bei Vergissmeinnicht, dieser Film mit Jim Carrey und Kate Winslet, wo er
nach der gescheiterten Beziehung die Erinnerung an sie auslöschen will in sich und das dann aber total schief geht. Den habe ich nicht gesehen. Super, super Film. So, jetzt sind wir wieder. Hier sollen wir herkommen, oder? Ja. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Aha. Oh, Moment. Ah. Ich glaube, so langsam ist die in Ruhe rumguckt Zeit vorbei, weil jetzt kommen echt viele Gegner. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Ja, das ist wichtig. Darauf kommt es an. Kann ich denn jetzt an? Nee, da muss ich ins Menü gucken. Ich möchte mal kurz schauen, was habe ich denn jetzt für Fähigkeiten noch? Also bei Beherrschung Upgrade möglich. Da haben wir noch nicht mehr, oder? Verleiht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn der Effekt. Ah, genau, okay. Und bei Teufelskuss, da haben wir mehr Wirkung. Na gut. Was sich hier hinter der First Lady verbirgt, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann. Ciao, ciao.